Im Chat steht's immer noch, ne? Ja. Ja, ja. Dann starten wir in 3, 2, 1. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Trust and Betrayal gestrandet 2.0. Attack of the B-Team. Und so weiter und so fort mit Nephias. Hallo. Der schon wieder ganz viele Enderperlen in der Kiste hat. Mann, ist das geil. Ich war auch gerade gucken. Schon wieder der zweite Stack fast voll. So, Team Rot hat sich teilweise verpisst. Team Grün hat sich verpisst. Team Grün? Team Blau, meine ich. Team Blau hat sich verpisst. Die mögen uns nicht mehr. Was hat Anne mir jetzt eigentlich... Boah! Moment, was habt ihr... Was? Flask of Withering. Das ist Random Things. Random Things ist immer geil. Was ist das? Das Schlimme ist halt, sie kennt sich mit dem Mod so nicht aus und sie hat auch keine Lust darauf, dass sie den ganzen Shit uns immer schenkt. Das ist cool. Das ist geil. Ich wollte gerade sagen, das ist geiler Shit. Hier, guck mal, was sie... Hier, das da. Was ist das? Flask of Withering? Random Things. Ja, Random Things ist immer gut. Da sind auch die Perlen raus, die Right Stones, die dich vom Tod retten. Wie hieß das jetzt? Flask, ne? Ja. Ach stimmt, man kann ja einfach gucken. Es gibt auch eine Flask of Poison. Weakness. Lol. Das heißt, wenn ich... Vielleicht schmeißt man die und dann ist der Gegner gewizzert. Aber wir sind eh immun gegen Wizard, glaube ich. Das ist eine Water Bottle zusammen mit Blaze Powder, ein Wither Skeleton Skull und ein Bone. Macht ein Flask of Withering. Ja, und ein Flask wirft man doch eigentlich, oder? Ja. Du kannst es mal ausprobieren halt, ne? McManus oder so. Ey, McManus, fang! Komm mal raus aus der Safe Zone! So, meine Schmelze ist wieder aktiv. Du kannst wieder schmelzen. Okay, cool. Ich muss mich einmal ummorfen. Ich sehe mich nämlich selber nicht. Ich kann mich nicht sehen. So. Auf E sehe ich mich nicht. Ah, doch, jetzt. Okay. So. Mal gucken hier. Annes Kuhweide hier. Kuhweide? Ja, da sind ja... Haben wir viele Kühe. Haben wir viele Schafe. Sie mir gezockt EP. Hat. Das sind nicht die EP, die sind, wenn sie... Die sind aus der besten Nephias-Züchtung. Das sind noch reinrassige Tiere, sagst du. Ja. Das sind irische Kühe. Die geben auch Carry-Code. Oh, die gute Buddha, du. Oh, das war Product Placement. So. Erstmal Kerrygold anschreiben, ob die mir jetzt was dafür bezahlen. Hier, ich habe in meiner letzten Minecraft-Aufnahme, habe ich euch erwähnt. Oh, ich brauche mehr Steine. Ich will die Schmelze höher bauen. Ab heute möchte ich immer einen Pfund Butter gratis. Eigentlich muss ich die Schmelze von oben auch noch überdachen. Weil wenn einer in meine Schmelze reinfliegt, kann er auch in den Controller reingreifen. Ja, aber das habe ich gerade bei Büchse gemacht. Aber er hat davon nichts, weil er ja nicht abgießen kann. Abgießen? Ja, zum Abgießen ist ja immer raus. Da kommt ja keiner dran. Aber kann man mit einem Eimer kann man das nicht rausschöpfen, oder? Das wäre voll assi. Nee, das geht nicht. Die Enderperlen, wie das einfach mehr wird. Oh, wer hat mein Feld gefüllt? Ich glaube, Anne hat mir eine Möhrchen. Ich war das. Oh, ich glaube, Gora hat mir Möhrchen geschenkt. Aber ich glaube, Anne war's. Ich glaube, Anne war's. So. Was hat Marv denn hier? Hat er einen grünen Luftballon? Den habe ich mir hingemalt. Anne hatte sowas auch mal. Ah, die Haustür ist awesome. Das sind die Carpenter Doors, wenn du da mit dem Ding drauf machst, ne? Ja. Mit dem Holzblock. Er hat Melonen. Ich habe mal eine Double Chest draus gemacht, die Monsterfalle. Mhm. So. Du machst noch eine Iron Chest draus, ne? Betreibt man nicht. Ich möchte das, wenn mein Lager irgendwann funktioniert, mal mit meinem Lager kombinieren. Nur ist das Problem, es gibt hier keine Void Pipes. Ah, das ist die, Void Chest, oder nicht? Gibt's auch nicht. In Vizuvis gibt's Void Pipes. Das heißt, du könntest die einstellen, welche Items ins Void geschickt werden. Ja, ich kenne das nur mit der Void, ja, und Void das, Chest. Und das gibt's hier nicht. Es gibt nichts mit Void. Das heißt, ich habe den ganzen Schrott dann im Lager. Ich habe letztens bestimmt 50 extern lassen. 50 ja, ist besser, ne? Gut, aber wenn die Obwohl ich kann die Kiste draußen mit dem Schrott befüllen lassen und ich kann mit den Item Ducks. Oh, nee, Moment. Ich kann die Item Ducks
Nee, die lassen keine Items fallen, ne? Du müsstest, eigentlich müsstest du mal gucken. Muss eine Kiste an einem Item-Duck sein, damit ein Item rauskommt? Ja, ne? Nee, fliegt das nicht so raus? Weil sonst würde ich sagen, ich mache einen Item-Duck mit einer Whitelist für Bögen und so. Weißt du? Dass der das in ein Lavaloch schießt und der Rest geht dann einfach ins Lager. Also ich meine, das geht auch, dass du da, na, wie sagt man? Ja. Sag schnell. Schnell. Ich hab's vergessen. Ich habe schnell gesagt. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Das Hirn hat abgeschaltet. Wenn ich jetzt mit Facecam aufnehmen würde, würde man so einen Sabber-Faden sehen. Ich meine, Items kommen auch so aus Item-Ducks raus. So, das war das, was du sagen wolltest. Eigentlich ja. Das war jetzt so schwer. Tut doch weh. Tut doch weh. So, Poison of Invisipoi. Poison of Invisipoi? Ja, man kann sich so ein... Ein Witcher's Head. Hat Anne dir Stuff gegeben, oder was? Nee, ich guck nur gerade. Ich wollte nämlich eigentlich so ein... Du kannst dir so ein Regal bauen. Ja, so ein Witchery-Regal. Ja, da kannst du nämlich die Tränke reinmachen. Wusste halt noch nicht, wie das heißt. Wenn du sagst, das heißt Witchery... Ja, die Chigo hat sowas auch schon. Ja, die Chigo. Die olle Hexe. Könnte uns auch alle umbringen, wenn sie wollte. Könnte sie auch. Man kann sich einen Besen machen. Ja, der kann auch fliegen. Bibi Blocksberg. Goro Blocksberg, die kleine Hexe. Hex, Hex. Eine Voodoo-Puppe. Eine Brewbag? Kannst du dann unterwegs brauen, oder was? Mhm, die ist braun, ja. Was auch Witchery Craft, das heißt, du musst halt so eine Spinnen, so ein Spinning Wheel haben und das kannst du ja nur anfeuern mit so einem Witchery Table. Lame. Alter, das ist total kacke hier. Du brauchst auch einen Witchery Ofen, ey, das hätte ich von Anfang an machen müssen, sonst bringt das nichts. Wo mache ich mir denn. Wie heißt das Regal denn? Regal. Helmut. Ja, das Regal für das. Helmut. Helmut? Weiß ich nicht. Day True of Goodness. Ich muss mal eine Pattern-Chest machen, ey. Ich hab das nie gemacht, ey. Eine Pattern-Chest? Ja. Ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, eben, aber ich hab's immer gelassen. Ich war zu faul. Bau du mal. Raw Planks? Pattern-Chest. Es ist eine Chest und ein Blank Pattern. Das ist so anstrengend. Wie baut man das denn? Wie heißt das überhaupt? Goro, wie geht nochmal ein Blank Pattern? Ein Blank Pattern? Zwei Sticks, zwei. Ja, ich weiß schon. Es kam mir gerade wie ein Geist. Das sind zwei Sticks und zwei. Ja, ja. Sag ich doch. Ich wusste es aber auch nicht, aber auch nachgeguckt. So, boah, eine Portal Gun wäre so schön in dem Projekt. Ich wusste nicht, wie das heißt, ich habe Regal geschrieben. Es gibt ein Item, das heißt Regal, das ist von Tropic Craft. Das ist ein Eimer. Ein Eimer? Mhm. Wie heißt das denn? Ich gucke jetzt noch, ich google mal. Regal. Regal. Regal, egal. Minecraft Attack of the Bee. Lol, Attack of the Bee Team. Erstes Video ist von Dalukart. Jetzt nur so Schleichwerbung. Es ist aber auch nicht schwer. Wie heißt das denn? Ja, wie heißt es denn? So. Regal. Shelf heißt Regal übrigens auf Englisch. Shelf? Ja.
Und? Noch keine andere Ladung gefunden. Chef, welches Chef würdest du bauen? Das, wo ich meine Poisons reintun kann. Kannst du das nicht in jedem Shelf, auch in den normalen Minecraft-Shelf? Ne, Bibliocraft. Ne, da kannst du, glaube ich, eine Bücher reinpacken. Bibliocraft, ja, habe ich auch gefunden. Yeah, Witchery-Mod. Puppet-Shelf. Ich finde das Witchery-Shelf gar nicht. Ich finde es auch nicht, ist auch Latz. Man kann Bücherregale schüsseln? Ja, musst du ja. Kannst du alles schützen. At Witchery. Dann ist es egal. Dann werde ich einsam und verlassen sterben. Einsam und verlassen. Ja, wie bitte? Einsam und verlassen. Spinning Wheel. Ist vom Witchery Mod oder was, das Regal? Das muss es ja sein. Eigentlich. Die Distillery. Auch, Altar. Wäre irgendwas mit Oakwood oder so, aber sonst muss ich einfach mal Shiko fragen. Ich weiß nämlich, dass sie das mal gemacht hat. Spinning Wheel. Nämlich auch in ihrem Team Grünhaus, aber da kann ich ja leider nicht ran. Das kann auch Necromancy sein. Nee, Necromancy hat nicht so viel. Man kann ein Mikroskop machen? Ach, dass man nicht alles machen kann. Advanced Genetics. So, jetzt habe ich hier auch ein bisschen Ordnung. An der Schmelze sind die ganzen Schablonen direkt. Schön. Mein Haus ist größer. Und ich habe ein Riesenschlafzimmer, wo ein Bett und ein Amboss drin steht. Witzig, dass du deinen Amboss neben deinem Bett hast. Ich mag's. Das heißt, wenn du den ganzen Tag in der Schmiede warst, kannst du dich auch direkt ins Bett legen. Ja. Ungeduscht. So. Es heißt Poison Shelf und ich hab's gefunden. Oh. Und das ist einfach nur. Das sind einfach nur Wood Slabs, Planks und eine Glasbottle. Okay. Oh, nein, warte. Die goldene Dings erstmal rein. Mach ich mir das gleich mal. Das, eine Glasbottle. Yo ho, the bottle full glass. So. Jetzt machen wir. Ja, ich will Leder verzaubern. Genau, Spiel. Protection. Efficiency. Keine XP mehr. Sollte bei deinem dicken XP-Tank ja kein Problem sein. Ja, außer der Gorobai hat wieder geklaut. Ich hab meinen eigenen. Weiß noch. Ach, guck mal, ich kann mich hier vollfuttern. Oh. Nom. Das sind Dinge, über die ich nicht reden möchte. Oh, Scheiße! Was denn? Ah, nee, da kann man die Poisons reintun jetzt. Und da habe ich aus Versehen, da kannst du alles reintun, was du willst. So. Was soll ich mit Effizienz, ey? Ich weiß nicht, Effizienz, den geht schneller halt, ne? Aber es geht ja jetzt schon schnell. Ja, aber auf meiner Rüstung? Ah, manchmal hasse ich die Teleporter, so. Huch! Ah, ich hasse die XP-Bugs. Du hast ziemlich viel, kann das ja, sein? Ja, ich hasse alles. Ich hasse das die Teleporter. XP-Bugs. Was? Ja doch, XP-Bugs sind halt nicht. Komm, jetzt machen wir noch eine Verzauberung bis auf Maximum. Was geht hier? 13 war das höchste gerade. Komm hier. Gib mir 13, komm. Das Ding ist, ich würde ja gerne unser Team mit Invisibility tranken, ausrüsten. Aber? Aber ich weiß, dass die auch gegen uns verwendet werden können, halt indem das die Team grün sind. Die sterben Enderman in meiner Falle. Oh, ist das ein schönes Geräusch. Nephia sitzt da und reibt sich die Hände. So war das nicht gemeint.
Efficiency, 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 Blast Protection. Hab ich, nee, hab ich nicht. Ich bist da noch. Jetzt kletter da runter, du Scheißente. Hä? Meinte nicht dich. Meine Schuhe von meiner von meinem Exoskelett sind gerade weggebackt. Die sind nicht weggebackt, die sind geflohen. Die sind weggebackt. Wo ist eigentlich mein Bild hin? Irgendwie haben die Schuhe ein Problem mit dem Amboss. Mit dem normalen Amboss? Ja, also immer wenn ich meine Schuhe verzaubern will, backen die weg. Und Anne konnte die nur verzaubern. Ich konnte die letztens nicht verzaubern. Bau den nochmal ab, den Amboss. Ist die neu? Ja, jetzt muss ich mir neue Schuhe machen. Geil! So, mein Helm hat jetzt Protection 3 drauf. So, dann mache ich mir ein paar Glasbottles. So. Oh. Ach so. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Schon mal ein Amboss kaputt gegangen? Ich habe schon mal einen abgeworfen mit einem Amboss. Ja, Anvil Kills müssen wir eigentlich auch noch bringen. Glaube ich, zu schwierig. Ja. Die töten ja nicht. Also nicht auf einmal. Nee. Schwächen und dann in eine Falle rennen lassen. Ein Haus bauen, in dem, so wie wir das geplant haben, nur dass von oben ein Amboss kommt. Ich habe jetzt ein Buch mit Efficiency 3. Brauchst du? Wie machst du die Bücher? Ich verzauber die und pack die zusammen. Jetzt habe ich ein Fetzer-Falling und Unbreaking 2 Buch. Und jetzt habe ich ein Buch mit so vielen Leveln. Oh, warte. So. Habe ich noch Level? Jawohl. Irgendwie ist dieser XP-Bug sehr buggig, weil ich habe schon so viele XP verknallt. Ich habe immer noch 60. Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. So, ich habe jetzt ein Buch mit Efficiency 3, Feather Falling 2 und Unbreaking 2. Und das ist wie gut? Eigentlich völlig unnütz. Weil Feather Falling und Unbreaking... Nee, Feather Falling und Efficiency dürfte eigentlich gar nicht gehen. Aber es ist okay, Spiel. Herr Feather Falling? Ja. Ist doch ziemlich awesome, oder nicht? Ja, aber doch nicht auf dem Werkzeug, was Efficiency hat. Merkst du was? Nicht auf dem Werkzeug, aber ist das nicht auf deiner Rüstung? Ja, warum? Ich habe doch eh keinen Fallschaden durch die Gene. Stimmt. Oh, das wird so eklig, wenn wir nicht fliegen dürfen. Ich habe das total verpasst. Total verpeilt. Schon einer gestorben zum 50. Mal jetzt? Nee. Sein Glück. Sagte er und lief in eine Falle, tot. Deine Mobfalle. Nee, ich kann da drin zum Glück nicht sterben, sonst wird das, glaube ich, wirklich passieren. Was sagst du jetzt noch? Bis einer sie umbaut. Und dieser eine war Goro bei. Nein! Nein, Quatsch. Ich will ja selber nicht, dass wir noch einmal sterben, aber es wird halt irgendwann passieren. Wann wird es passieren? Es wird der Tag kommen. Unstable. Ah. Ich möchte eigentlich, dass meine Poisons oben sind, in meinem Hauptraum. Aber da sieht es einfach echt total beknackt aus. Ich bin in einer seelischen Mistlage. Mistlage. Mistplage bist du? Ich hasse dich. Irgendwie klappt das nicht mehr. Gut. Entweder wird es nicht angezeigt. Oder es klappt nicht. Oder ich baue das dahin.
Ich gieße Metall, ich gieße Metall. Und sonst so. Das ist total, das sieht total scheiße aus hier. Hast du dir dein Haus mal genauer angeguckt? Ich bin total unzufrieden mit mir selbst. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wieso füllt sich meine Lava nicht wieder auf? Ey, du Ficker. Ups. Erstmal baue ich mir jetzt noch ein Exoskelett. So, ich brauche nämlich neue Schuhe. So, Papa braucht neue Schuhe. So. Boah, krieg ich einen Schreck, da war mein Rapier weg. Da krieg ich einen Schreck, war dein Rapier weg. Ja, ich hab's verstanden. Das war witzig. So, was ist hier, Lava-Tank? Hä? Da muss Lava rauskommen. Oder auch nicht. Guck, ich hab vorhin Glas gesucht. Ich hab so viel Glas. Was wollte ich denn jetzt? Goro, was wollte ich denn jetzt? Ich bin selber im Überlegen, was ich jetzt gerade mache. Ich muss irgendwie meine Kistenwirtschaft verbessern. Ich habe keine Lust auf ein Lagersystem. Lava Generator, gib alles. Nicht leer gehen. Nicht leer gehen. Gib alles. Brauchst du noch ein Dings? Was? Vielleicht? Noch ein Lava Generator? Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann mal eben gucken, der war nicht so teuer. Ah, das Inva war so kacke. Inva ging wie? 2 Inva Iron, 1 Ferrus, okay. Eigentlich ist Inva doch gar nicht so schwierig, oder? 2 Inva. 2 Ferrus, 1. Nee, 2 Eisen, 1 Ferrus, so. Schaffe ich das die Folge noch? Ich weiß es nicht. Nee, das ist Alu, das brauche ich nicht. Ups. Dann habe ich das Gefühl, dass ich bald Eisenmangel habe. Ach Quatsch, was erzähle ich da? So. Oh, meine Luggage kommt da. Nein! Scheiße! Was ist los? Hallo? Nein! Scheiße! Kannst du ja mal zu meinem Haus kommen und dir die Schmelze angucken? Oh nein. Ich ahne Böses. Oh nein. Was ist das? Wieso geht das denn? Ah! Da ist Lava drin. Wieso geht das? Wie wäre es, wenn du jetzt ein wenig Lava abgießen tätest? Tätest? Geht das? Kannst du Lava abgießen? Kannst du Lava in Gitz machen? Nee. Bekommst du Stein? Scheiße, wie krieg ich das jetzt raus? Das ist ganz einfach. Controller abbauen. Mhm. Aber warte, ich muss das eben mal hier so. Zack. Hast du sonst was drin? Alter, wie viel Lava du reingemacht hast? Ja, das lief ja jetzt automatisch durch die Dings da rein. Erst holst du rum, dass da gar keine Lava ist und jetzt? Aber wird das nicht weniger? Nee. Ja, weil ich gerade Bronze abgib. Warte, ich hab noch Schablone für Barren. Dürfte nicht mit Barren funktionieren. Nee, für meine Bronze-Barren. Da hast du Bronze noch drin? Ah, noch 2. Meine Zuschauer haben ja schon gemeckert, dass ich dir das immer alles verschwende. Wieso? Dass ich so Fitzelchen, die ich im Barren noch kippen könnte, nicht noch rauskippe. Ach so. Ich bin immer zu faul. Da seht ihr es, liebe Zuschauer. Nephias ist gar nicht so der liebe, nette Typ. Wie alle mir sagen, wirklich ist er total faul. Ist so. Stehe ich auch zu.
Was? So, das hier ist meine alles mögliche Kiste. Alles ist möglich Kiste. Die alles ist möglich Kiste. Und Feuerzeug habe ich noch. Und eine Witch Hand? Können die Witch Hands eigentlich? Weiß nicht, laut Dalu kann man damit Schere, Stein, Papier spielen, aber ich habe dazu im Interwebs nichts gefunden. Schere. Stein. Papier. Geht nicht. Macht die Schaden? Ja, die kann die Energie abziehen. Pass auf, die sind random. Coole Scheiße. Ja, so cool fand ich das nicht so. Das sind Berries, das sind Berries. Ich habe noch eine Teleporterkarte. Wenn ich wüsste, wo die sind. Explodiert hier gerade irgendwas? Nö. Sind da noch andere auf dem Server? Ja. Was machen die denn? Soße. BB. Bis bald. Alter, warum geht das nicht? Fragezeichen. Hast du Dings an? Ja. Du Held. Glas kommt auch rein. Ich muss mal. Lol. 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 Da sind die einfach gegangen. Diese bösen, bösen Buben. Und ich dachte, wir hätten jetzt Spaß zusammen im Nether. BB gleich bye bye, Part endet, tschüss. Ja, das hättest du mir nicht erklären müssen. Ah. Überzogen. Da hat er Invar. Hast du von Anne gekriegt, ne? Nee. War ich gerade geschmolzen? Nee. Also, BB. Oh, oh, oh. Was? Oh, oh, oh. Eine Kiste nur falsch sortiert. Ich möchte, dass die Kiste hier nicht steht. Ich möchte, dass die irgendwo anders ist. Hä? Achso. Das. Das kommt da nicht rein. Wie viel Dreck man auch. Oh, ich hab doch noch so ein. 28! Red Clay. Wir haben's erreicht. Ich hab doch noch Red Clay. Brauchst du noch was? Jetzt nicht mehr. Wir müssen auch zu schade. So, ich bin jetzt auch hier fertig mit meiner Sortierung. Einigermaßen zumindest. Da kommen noch die Schilder ran und dann. Alles Knorke. Ich habe jetzt oben in der ersten Etage, solltest du noch mal Invisibility-Tränke brauchen, habe ich da Poisons stehen. Hast du da. Und sonst unten auch. Ich habe irgendwie jetzt 6-7 Poisons auf Invisibility gemacht. Das ist schön. Also da kannst du richtig die roten Glatschen, sollte das mal sein, ne? Okay. Alles klar. Gott. Dann sage viel, vielen Dank fürs Zusehen über diese Part, ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.